Der Beruf als Tierärztin ist im Prinzip nie vorhersehbar. Es kann immer ein Notfall dazwischen kommen und auch mehrere Notfälle gleichzeitig. Das kann auch herausfordernd sein. Da ist einmal das Wichtigste, dass man selber Ruhe bewahrt und einfach nur eins nach den anderen abarbeitet. Und wenn man das am Ende des Tages geschafft hat, ist man wirklich stolz auf sich selber. Wir sind eine Gemeinschaftspraxis und bei uns ist das voll super, weil wir uns die Nachtdienste, bei den Nachtdiensten wechseln wir sie immer ab und wir haben uns auch die Wochenenddienste aufgeteilt. Unsere Routinetätigkeiten sind zum einen Trächtigkeiten, Besamungen und Sterilitäten. Das heißt, wenn die Tiere jetzt nicht in Brunst kommen, dass man es besamen kann. Also wenn sie jetzt nicht trächtig werden, die Kalbinnen, dann gibt es auch keine Milch. Oder zum Beispiel auch Enthornungen, wenn ich jetzt ein Tier behandelt habe, das muss natürlich auch alles dokumentiert werden. Bezüglich den Wartezeiten, die was da auf Fleisch und Milch anfallen. Und was bei uns auch immer dazu gehört, ist natürlich Autoputzen, dass alles schön sauber ist und das Auto auffüllen, dass alle Medikamente drinnen sind, das ist wichtig. Für das Veterinärmedizinstudium rechnet man ca. gute sechs Jahre ein. Ja. Während dem ganzen Studium, während der 6 Jahre, absolviert man da zwischendurch immer Praktikas in die unterschiedlichsten Bereiche. Also das ist je nachdem, was man, für was man sich auch interessiert. Man kann auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ein Praktikum machen. Beim Großtierarzt, beim Kleintierarzt, im Schlachthof gehört alles dazu. Grundsätzlich gibt es halt als praktischer Tierarzt 3 große Ausrichtungen. Nutztierpraxis, Pferdepraxis, Kleintierpraxis. Und es gibt halt vor allem in der Kleintierpraxis natürlich sehr viele Spezialisierungen. Auch im Nutztierbereich gibt es genügend Spezialisierungen von Operationen über Klauenbehandlungen. Es werden sehr viele Fortbildungen angeboten. Bestandsbetreuung, wo man sagt, man geht weg vom einzelnen Tier hin auf den Betrieb, wo man sagt, man schaut sich den ganzen Betrieb an, was ist managementmäßig zu verbessern. Und Pferdebereich ist auch wieder ganz ein anderer, sagen wir mal, Themenbereich. Da geht es um Hobbytiere, da geht es auch viel mehr um individuelle Betreuungen. Es gibt die Möglichkeit, sich als Tierarzt, sei es als Kleintierarzt, aber vor allem auch als Nutztierarzt im Bereich Lebensmittelsicherheit zu spezialisieren. Das ist eine Zusatzausbildung. Dann kann man natürlich alles abdecken, was jetzt in die Fleischbeschau geht. Einige Tierärzte haben auch die Laufbahn vom praktischen Tierarzt zum Amtstierarzt, wo es dann viel stärker darum geht, sozusagen die Einhaltung von Gesetzen zu überprüfen, Seuchenbekämpfung und so weiter. Wir haben natürlich auch einiges an administrativer Arbeit, das heißt Tiergesundheitsdienstkontrollen. Da geht es natürlich auch um Forderungen der Gesellschaft nach Transparenz in der Lebensmittelproduktion, um Tierschutz, um Tierwohl. Wichtig ist die gegenseitige Unterstützung, vor allem am Anfang. Was ich geschätzt habe, wie ich angefangen habe, dass sozusagen der Dr. Huber eigentlich immer da war, dass er mich immer unterstützt hat und weitergebracht hat und ich viel gelernt habe und er hat mich immer motiviert. Und genau das wollen wir eigentlich versuchen, mit den neuen, mit den jungen Kollegen zu machen. Bei den großen Betrieben, Roboterbetrieben vor allem, da werden schon alle möglichen Daten sozusagen erfasst. Also die Temperatur der Tiere wird permanent überwacht, die Wiederkauaktivitäten werden überwacht, die Leitfähigkeit. Das ist natürlich für uns schon ein wichtiges Werkzeug, dass man sieht, okay, wie weit fortgeschritten ist der Krankheit. Also man kann das gut einbauen. Es ist schon sehr unterschiedlich, ob ich jetzt einen Roboterbetrieb mit 200 Tieren betreue, einen konventionellen, oder ob ich jetzt biolandwirtschaftliche Betriebe betreue, die eher extensiv arbeiten, die ganz andere Vorschriften teilweise haben und so weiter und überhaupt Voraussetzungen haben. Ja.